So, ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Ortstermin an der ehemaligen und vielleicht zukünftigen Ohmtalbahn. Und zwar geht es jetzt auf nach Burg und Niedergemünden, wo wir anfangen. Wir treffen uns da unter anderem mit der Landtagsabgeordneten Karin Müller und werden dann die ganze Ohmtalbahn etappenweise abfahren und dort die einzelnen Knackpunkte anschauen, die einer Reaktivierung potenziell noch im Wege stehen. Wir sind also gestartet in Burg und Niedergemünden. Heutzutage ist das ein reiner Bahnhalt der Vogelsbergbahn. Früher ging allerdings hier das Gleis zur Ohmtalbahn ab. Der Bahnhalt selber und das Bahnhofsgebäude ist wie so viele Bahnhöfe an der Vogelsbergbahn ganz schön runtergekommen und wird natürlich auch nicht mehr betrieblich benutzt. Die ehemalige Gleisanlage der Ohmtalbahn geht also neben der Vogelsbergbahn los. Ein paar Gleise liegen noch vor Ort, aber grundsätzlich ist die Bahn komplett abgebaut. Die Gleise würden dann hier abzweigen bzw. losgehen und sich dann in einer Linkskurve Richtung Ohmtal wenden. Im Ohmtal selber verläuft die Trasse dann gerade am Rand von einem Wald- und Naturschutzgebiet und dem Tal selber. Auch wenn der Bahndamm selber noch vorhanden ist, so sind doch alle Brücken nicht mehr in einem idealen Zustand und die Trasse sollte sogar durch einen Radweg überbaut werden. So winkt alle mal im Partybus. Party, Party. Weiter ging es dann zum ehemaligen Bahnhalt nach Neuhaus am Rande von Homberg. Dort sind Teile des entwidmeten Bahnbetriebsgeländes aufgekauft worden von der Firma Carmax und jetzt befindet sich dort ein Schotterparkplatz und eine Lagerstätte darüber. Man sieht hier noch die ehemaligen Bahnsteigkanten für den Gütertransport. Aus dem Gelände der Carmax in Neuhaus verläuft die Trasse dann diagonal über die Bundesstraße und von dort in einen jetzt bewaldeten Bereich der Trasse. Aus dem Waldstück hinaus kommt man dann auf eine der sehenswertesten Attraktionen der Ohmtalbahn und zwar auf das Ohmtalviadukt in Homberg. Das Viadukt, also die Brücke selber, ist leider in einem sehr maroden Zustand und wäre selbst für den Radweg nicht mehr sicher genug gewesen. Die Brücke steht allerdings unter Denkmalschutz, das heißt, für eine Reaktivierung müsste dort noch definitiv weitere Maßnahmen geplant werden. Vom Ohmtalviadukt gelangt man dann sehr schnell ins ehemalige Bahnhofsgelände von Homberg-Ohm. Das Bahnhofsgelände selber ist natürlich auch sehr überwachsen und das Gebäude ist sehr in die Jahre gekommen und am Verfallen. Am Bahnhofsgebäude selber hatten wir dann einen Pressetermin mit Vertretern der Presse aus dem Vogelsbergkreis, in dem wir die politische Stimmung in Homberg-Ohm bezüglich einer möglichen Reaktivierung der Ohmtalbahn diskutieren konnten. Vom Bahnhof aus quert die Ohmtalbahn dann eine der zentralen Straßen in Homberg, die Marburger Straße und Ohmstraße. Von dort führt die Trasse weiter, gerade durch ein Wohngebiet und das wird auch in Homberg einer der zentralen Knackpunkte sein, die dortigen AnwohnerInnen mit einer möglichen Reaktivierung vertraut zu machen. Wie man sieht, reichen die Häuser zum Teil sehr nahe an die ehemalige Trasse heran und sorgen deswegen natürlich für ein großes Konfliktpotenzial. Hier am Ende befinden sich noch einige Anwohnerstraßen, was natürlich auch ein Konfliktpotenzial in sich birgt. Die Tour an diesem Tage endete dann in Homberg-Ohm, denn wir mussten noch relativ schnell nach Kirchhain, um dort auch noch einen Pressetermin bezüglich einer Reaktivierung wahrzunehmen.